Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video, denn heute wollen wir uns mal darüber unterhalten, wie ist das eigentlich, wenn man mit einer Lebensmittelunverträglichkeit auf Kreuzfahrt geht, ja? Zum Beispiel, wie ist das, wenn ich kein Gluten zu mir nehmen darf? Gluten ist ja der Eiweiß im Weizen und das bedeutet, ich darf keinen Kuchen essen, keine Nudeln, kein Brot und. Ja, und Anja Metz aus Rossbrunn ist schon unterwegs gewesen, viele, viele Male mit AIDA und auch mit NCL. Ja, Anja, wie ist denn das normalerweise, wenn du am Land in ein Restaurant gehst? Also tatsächlich ist es relativ schwierig, auch in einem normalen Restaurant essen zu gehen, weil man, heutzutage geht es besser, aber meistens sind die Restaurants nicht darauf eingestellt, dass man also Lebensmittelunverträglichkeiten generell hat. Oft kann man dann noch sagen, also ich darf kein Weizen oder ich darf kein Getreide essen oder ich darf keine Mehlsachen abbekommen. Und oft stellen sich Restaurants dann darauf ein, weil man ja auch dafür bezahlt, dass man was zu essen bekommt. Aber es ist nicht einfach, nee. Also ich bin schon froh, wenn ich irgendwann mal auf einer normalen Karte ein Gericht finde, was ich ohne irgendwelche Modifikationen essen kann, ja. Ja klar, aber jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, wie ist das denn auf Kreuzfahrtschiffen? Also du hast zum einen Erfahrungen gemacht mit Norwegian, also mit NCL und wollen wir uns erstmal über AIDA unterhalten. Wie ist es da, wenn man da jetzt an Bord geht mit einer Glutenunverträglichkeit, was muss man da machen? Also generell kann man das schon bei der Buchung schon angeben, ob man Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien hat. Und wenn man das angibt, dann bekommt man beim Einchecken oder auf der Kabine dann so einen Kabinenbrief, wo man gebeten wird, sich doch nochmal beim Chef zu melden, also beim Koch im jeweiligen Restaurant. Und ich habe das auch ein paar Mal getan, aber eigentlich kommt es dann. Läuft es darauf hinaus, dass man vom Chef dann eben gesagt bekommt, okay, pass auf die Schilder auf im Buffet-Restaurant, schau, wo dabei steht, glutenfrei, milchfrei etc. Und das klappt auch relativ gut. Inzwischen ist es auf, ich glaube, allen AIDA-Schiffen so, dass es eine spezielle Allergiker-Ecke gibt. Also da gibt es dann so eine Ecke mit glutenfreiem Brot und man kann sich dort auch tatsächlich melden und dann dem jeweiligen, ich sag mal, Betreuer von dem Stand sagen, was man hat und die helfen einem dann auch weiter. Also das waren die Erfahrungen mit AIDA. Also da läuft es dann im Wesentlichen hinaus, dass man wirklich nur eingeschränkt Sachen essen kann oder eben diese Dinge aus der speziellen Ecke. Wie waren jetzt die Erfahrungen bei Norwegian? War das da groß anders oder war das da eigentlich vergleichbar? Ja, grundsätzlich ist es ja vom Konzept schon mal anders. Also man hat ja beim Norwegian auch das Bedienrestaurant und zusätzlich ein Buffetrestaurant. Muss aber dazu sagen, dass ich für mich überraschenderweise, dass wir hauptsächlich das Bedienrestaurant benutzt haben. Das war, ich sage überraschenderweise, weil das für mich bisher eigentlich ein No-Go war. Ich dachte immer, okay, wenn ich in ein Bedienrestaurant gehe, dann sind die da nicht drauf eingestellt, dann muss ich irgendwas rausfiltern oder kann da gar nichts essen. Und ich war sehr überrascht, dass es bei Norwegian tatsächlich so war, dass sie mir extrem entgegengekommen sind. Also ich war trotzdem in Bedienrestaurant essen. Ich war nur ein einziges Mal am Buffet und habe da sogar weniger gefunden als im Bedienrestaurant. Und es war so, dass ich also mich dann bei dem Waiter einfach angemeldet habe, bei dem Kellner, und habe gesagt, ich bin glutenunverträglich, ich bräuchte Essen ohne Gluten. Was heißt das Dann auf haben Engl Was heißt das auf Englisch? I'm on a gluten-free diet. Ah, okay. Ja, gut, so ist ja auch wichtig zu wissen, ne? Genau. Also einfach dann zum Waiter gehen, sagen, I'm on a gluten-free diet, could you get me something without gluten? Und dann am ersten Tag war es noch so, dass sie halt ein bisschen auch ummodeln mussten. Also da war es ihm noch nicht drauf eingestellt. Aber dann war es so, dass man jeden Abend praktisch die Karte für den nächsten Tag bekommen hat. Und ich konnte dann sagen, ich möchte folgendes Gericht gerne essen morgen. Und dann haben sie sich darauf eingestellt. Das heißt, es gibt einen extra Special Needs Koch, der dann eben die Gerichte für Menschen zubereitet wie mich, die eben Probleme mit bestimmten Nahrungsmitteln haben. Wow, also da wird dann, wenn ich normalerweise vielleicht eine Soße habe mit Soßenbinder, so, da wird dann extra eine Variante gekocht, für Leute wie dich, die dann sagen, so, ah nee, in der Soße darf aber dann keine Mehlschwitze oder was drin sein, ja? Genau.
Also Soßen sind ein ganz typisches Beispiel, weil da eigentlich fast immer Mehl mit drin ist zum Binden eben. Und die sind dann darauf eingestellt, die binden dann zum Beispiel mit Kartoffelstärke oder mit Maisstärke ab. Und was mich total beeindruckt hat, war zum Beispiel eine Lasagne. Ich habe gefragt, kann ich vielleicht die Lasagne essen? Habt ihr glutenfreie Nudelplatten? Und dann ist der Kellner eben in die Küche gegangen, hat es abgeklärt und kam zurück und sagt, also wir haben keine glutenfreien Nudelplatten. Aber der Chef wird sich da was einfallen lassen. Und dann habe ich am nächsten Tag wirklich auch die Lasagne bekommen. Und es war genial gelöst. Die haben dann statt Nudelplatten haben die Reispapier genommen, was im Normalfall sehr schnell durchweicht und dann eben kein, nicht mehr bissig ist. Und dann haben die diese Reisplatten mit Zucchini verstärkt, damit man eben noch dieses Bisserlebnis hat und damit es gut schmeckt. Und also es war total einfallsreich und überraschend. Und ich habe die Lasagne dann im Laufe der Reise sogar zweimal genommen. Wahnsinn. Also man hat da jetzt nicht irgendwie das Gefühl, man ist da jetzt eigentlich nur ja, störender Kunde, der nur Arbeit macht, ja? Nee, also es war wirklich, die waren extrem entgegenkommend. Die kannten sich auch wirklich mit den Lebensmitteln aus. Im Zweifelsfall war es immer so, dass der Kellner nochmal nachgefragt hat. Und das weiß ich sehr zu schätzen, weil manchmal ist es tatsächlich so, wenn man ins Restaurant geht und was bestellt, dann bekommt man es, aber man merkt hinterher, okay, es war vielleicht doch nicht glutenfrei und dann habe ich richtig Probleme. Ja, klar. Und das habe ich sehr zu schätzen gewusst, dass der Kellner dann immer nochmal oder die Kellnerin in die Küche gegangen ist und nachgefragt hat und mir dann mitgeteilt hat, okay, geht klar, kannst du essen oder eben nicht. Jetzt bemühen ist ja die eine Sache, aber hat es denn auch geschmeckt? Auf jeden Fall. Also ich habe nur so zum Beispiel, ich hatte auch zum Frühstück jeden Tag eine Auswahl. Ich konnte Toast, Muffins, Brötchen, es gab im Grunde alles. Waffeln, wir haben extra Waffeln gemacht. Und das war jeden Tag gut. Und ich muss auch sagen, das amerikanische glutenfreie Brot war sehr viel besser als das deutsche glutenfreie Brot ist. Ich weiß nicht, was sie da reinmachen, aber es ist definitiv besser. Also musstest du auch gar nicht mit Brot reisen, was ja auch viele machen, glaube ich, Nee. ne? Die, Ich hatte tatsächlich auch Brot im Gepäck, also deutsches glutenfreies Brot, extra eingepackt, weil ich mir eben nicht sicher war, ob ich genug dort essen könnte. Aber alle Zweifel zerstreut, also es gab genug zu essen, die sind wunderbar auf mich eingegangen. Das war schon sehr gut, ja. Gab es dieses glutenfreie Brot auch bei AIDA? Ja, bei AIDA gibt es auch glutenfreies Brot. Allerdings, natürlich, AIDA ist deutsch und dort gibt es tatsächlich das normale glutenfreie Brot, was man auch in Deutschland in der Drogerie oder im Lebensmittelmarkt kauft. Also das ist, wenn ich die Marke nennen kann, das ist von Shear, das ist ganz typisch. Kennen wahrscheinlich die meisten Zöliakie-Erkrankten und Glutenunverträglichen. Das ist so eine gelbe Marke, die findet man überall. Und genau das Gleiche gibt es dann auch in der gleichen Verpackung auf AIDA. Ah, ja, okay. Ja, wunderbar. Also, das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, ja, weil es ja immer mehr sind, die in irgendwelchen Unverträglichkeiten oder so leiden und viele haben dann ja Angst, um Gottes Willen, was kann ich da machen? Aber die Angst kann man eigentlich zumindest für AIDA NCL, die Erfahrung, die du gemacht hast, kann man eigentlich allen nehmen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich war vorher auch ein bisschen zögerlich. Wir sind lange Zeit nur AIDA gefahren, weil ich wusste, dass ich da was essen kann, weil ich wusste, dass die dort eben auch für mich was haben. Und jetzt muss ich aber sagen, die Erfahrung mit NCL war richtig gut. Ich bin total überzeugt und ich werde in Zukunft wahrscheinlich auch noch auf anderen Schiffen fahren, wo ich vorher auch nicht weiß, ob sie es haben oder nicht. Aber der Trend geht schon dazu, dass sich auch die Reedereien einfach darauf einstellen, dass es eben Kunden gibt mit speziellen Bedürfnissen und die dann tatsächlich auch richtig gut befriedigen, ja. Ja, vielen Dank, Anja. Also ihr seht, man muss im Grunde überhaupt gar keine Angst haben, wenn man eine Lebensmittelunverträglichkeit hat. Ja, ob es nun Laktoseintoleranz ist oder eben so eine Glutenunverträglichkeit. Also das sind doch auf jeden Fall schon mal gute Nachrichten. Ja, wenn ihr eine Kreuzfahrt buchen wollt, dann klickt gerne in den Link in der Beschreibung und dann sehen wir uns wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.